Das hier. Sie schnurrt, sie mag das Mikro. Das hier ist meine Katze. Hallo. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge Arena Brawl. Ja, mit dabei ist heute der Boomstock, der aber hinter mir ist, beziehungsweise der Kosovar. Wenn ich Boomstock sage, sind immer alle Leute so verwirrt. Wir loggen uns jetzt mal ein für 2 versus 2. Hallo! Und meine Kopfhörer, die sind hier gerade ein bisschen verwickelt. Hast du schon geloggt oder geloggt, ja? Wo ist meine Katze denn jetzt? Hab ich auch gegessen. Hey! Unter meinem Bett wahrscheinlich. Wieso dauert denn das so lange, dass wir gepottet werden? Was für ein Wort? Ja, damit wir in die. Damit es losgeht. What a beast. Doch, in 3 Sekunden geht's los. Gepasst. Ja, okay, perfekt. Hallo. Siehst du mich? Hallo, ja, natürlich sehe ich dich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schlecht, gell, Thomas? Ja, ist mir egal, ich bin auch schlecht. Was? Egal, auf jeden Fall, wir fixieren uns wieder auf einen. Die Healing Totem setzen wir dann, wenn ich sage, okay? Setzen Healing Totem gleich hier hin? Kann man? Nein, noch nicht. Nein, warte, nein, mach das nicht, du hast eh schon volle Leben am Anfang und das Healing Totem geht auch irgendwann wieder weg. Boah, los geht's. Da vorne sind sie. Ich geh hoch. Ich hol sie mir mal von hinten. Okay, wir gehen auf den Steve-Kopf. Steve-Kopf? Alter, wer ist der Steve-Kopf? Der mit dem Stiefband. So. Kommt drauf an, was du für ein Texture-Pack hast. Wo ist er denn? Ich geh mal auf die Hände, Alter. Okay, der frisst ganz schön gut Damage. Healing wird wahrscheinlich gleich kommen. Ich gehe mal ein bisschen auf den anderen los hier. Oh, oh, oh. Okay. Nein, ich habe Healing bekommen. Ich habe Healing bekommen. Moment, ich charge mich mal schnell weg hier. Okay, ich bin jetzt oben. Ich setze hier ein Heiltotem her. Komm her. Ich setze hier ein Heiltotem hin. Dann werden wir mal ganz schnell da vorne beginnen. Und ey, warte, ich komm schon nicht gelaufen. Okay, ich bin fast wieder voll geheilt und habe jetzt Double Damage. Komm, den machen wir mal. Der ist bei mir in der Wand. So, wo ist er? Nein, wo ist er denn? Hilfe. Okay, er hat nicht mehr viel, ne? Er ist gleich tot. Ja, ich habe auch. Ich muss das Totem schnell kaputt machen. Nein, warte, setz schnell ein Totem hin. Das war's. Ich hab. Ich schieße mal so nebenbei. Ja, einer ist tot und der zweite mach ich tot. Achso, da ist doch keiner tot. Wir sollten auf den Chaser gehen, der hat nur noch ein bisschen, ne? Ja, hab ich. Okay, er ist tot. Ich setz unten. Ich hol mir Healing. Okay, ich habe mir Healing geholt und hab einen Totem gesetzt. Komm her schnell. Moment, ich habe ihn noch genug. Also ich habe auf jeden Fall mehr. Ah, Mann. Okay, das Heal Totem ist jetzt weg. Ich gehe jetzt mit dir auf ihn. Er hat noch 300. So wie du? Das können wir auch. Yeah! Ich möchte dich töten. Bam! Und das war eine geile Runde! Das war eine richtig geile Runde. Wow, ich habe noch 160. Ich habe noch. Ich weiß nicht mehr ganz ehrlich. Oh, ich habe 260 Coins. Ich guck mal ganz kurz in den Shop, ob ich. Wieso hast du so viel? Keine Ahnung, aber ich guck einfach mal. Utility Skills, die kosten aber alle echt viel. Ja, 600. Ich glaube, das sind die offensiven Skills. Cookie Shotgun. Snowball kostet nur 120. Hallo? Was kostet was? Dieser Snowball, der kostet nur 20. Und? Aber halt, der macht dich, glaube ich, langsamer. Egal, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in eine neue Runde. Bis gleich. Da sind wir wieder. Das war jetzt ein geiles Geräusch. Ja. Die letzte Runde verlief ja ganz gut. Mal gucken, wie die Gegner hier jetzt sind. Meine Katze sitzt da. Ich kann sie euch am Ende der Folge zeigen, so, wenn sie jetzt nicht auf den Schreibtisch geht. Wehe. Geh runter. Nein, sie ist hinter meinem Bildschirm.
Geh weg. Und ich habe eine Mütze auf, Leute, weil ich habe vorhin gerade die Endergames-Runde auf. Wir gehen auf diesen Kadel, auf diesen Kadel-Dings-Bums. Okay. Nein, er hat uns eingesperrt. Er hat uns eingesperrt. Wir hauen gerade weiter. Oh, shit. Alter, aber die haben ein Totem, die haben ein Totem. Kaputt machen schnell. Ich setze auch eins hin. Okay, sie merken es gar nicht. Ja, nein, nicht. Ich war nur drauf. Okay, perfekt, wir gehen auf den Noob am besten. Die haben Waffen gefunden. Wer ist denn Noob? Ja, der mit 900 Leben nur noch. Die haben beide. Oh, Mist, bei mir schon drauf. Hier unten, drauf. Hol dir Healing, ich lenk sie ab. Jetzt habe ich ohne dich mein Dings hingesetzt. Scheiße, Bumstocki, du hast auch ein bisschen. Ja, oh, ich bin gleich tot, nein, die haben mich eingesperrt, leider. Ich bin gleich tot. Ich bin leider tot. Okay, warte. Aber du, ja, den 51 und 30, Alter, den schaffst du locker. Perfekt, perfekt. Mach das Healing-Totem hier schnell kaputt hinter dir. Da ist ein Healing-Totem von dem anderen. Geh hoch, mach das kaputt und hol dir Double Damage und hast ihn. Sowas von. Hol dir Double Damage. Das kommt gleich, ja, ist da. Und jetzt einmal Pam und er ist tot. Perfekt. Das war wieder mal eine richtig geile Runde, die haben wir richtig zerfickt, aber du hast den letzten Gnadenstoß dem Herrn da noch gegeben. Und ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei, deswegen machen wir jetzt noch eine Runde, weil das waren eigentlich drei, beziehungsweise bisher zwei schnelle Runden. Wie viele Minuten waren das jetzt gerade? Was tust du da? Könnt ihr hier meine Katze sehen? Die spielt gerade mit dem Koffer. Wenn du da rauf bist, ich schwör's dir. Und ich habe hier eben eine Mütze auf, weil ich keine Lust hatte, jetzt meine Haare noch zu machen und ich jetzt noch schnell aufnehmen wollte. Ich muss meine Haare ja später machen und dann, ja. Ich bin halt so ein faules Stück Scheiße. Aber wir sehen uns jetzt dann gleich wieder in der Arena. Bis gleich. So, das sind wir auch schon wieder. In 12 Sekunden geht's los. Und ich muss immer hinten ein bisschen meine Katze beobachten. Weil, ja, wegen dir soll ich die nicht rauslassen, lieber? Hey, komm her. Ja, komm her. Okay, auf wen gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen auf den Grünen. Mit der, ja, oh, der hat sogar die Chicken-Kanone. Ich sehe gerade. Du gehst nicht auf den Grünen, wollte ich dir nur sagen. Achso, ja, genau. Entschuldigung. Tut mir sehr leid, auf jeden Fall. Ich kassiere gerade. Ich setze einen Healing-Totem. Komm zurück. Ich habe einen Healing-Totem gesetzt. Und die merken, ich hab noch 600. Die merken es gar nicht. Ja, der andere, der Sushi, hat auch nur noch 600. Geh auf den dummen Sushi. Ja, aber, nein, ich muss abfahren, Alter. Er hat sich eingesperrt. Okay, danke. Ich mach den Maxi kaputt. Den mach ich kaputt. Nein, wieso holst du dir denn kein Healing, wenn du weißt, dass das kommt? So. Immer, du musst immer auf den Chat gucken, da steht dann immer das Healing. Er hat noch 10. Okay, ist kaputt. Er ist kaputt, okay, dann kommt jetzt der Sushi-Mann dran. Ich hab auch nicht viel. Okay, der steht jetzt irgendwie nur da. Der leckt wahrscheinlich extremst drum. Ja, Leute, das waren drei geile Runden, würde ich jetzt noch sagen. Okay, meine Katze. Guckt euch mal. Ich zeig sie euch mal ganz kurz. Komm her. Wie weit denn? Komm her. Das hier. Sie schnurrt, sie mag das Mikro. Das hier ist meine Katze. Hallo. Welche Farbe ist sie? Sehr süß. Dreifarbig. Dreifärbig. Sie ist voll süß. Was rede ich da? Sie ist rot getigert. Ja, die möchte jetzt dann raus. Ja, Leute. Ich fand, das waren richtig geile Runden. Mir macht Arena Brawl auch wirklich sehr, sehr Spaß, weil das gibt's ja auch in World of Warcraft und ich spiele selber WoW, also ich bin selber ein aktiver WoW-Spieler. Ich sollte mir mal wieder Spielzeit kaufen, ist nämlich seit 3 Tagen abgelaufen. Und ja, das macht sehr Spaß und die Kopfhörer mache ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen raus, weil das sieht so scheiße aus. Hier sonst, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, eine positive Bewertung oder einen Like freuen. Konstruktive Kritik in die Kommentare, dafür bin ich immer offen. Und ja, wenn ihr mehr mit dem Kosovo wollt und überhaupt mehr Arena Brawl, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, weil mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Und das war's eigentlich, würde ich sagen. Waren drei ziemlich geile Runden und tschüss! Auf Wiedersehen!